Und da guckt mich jemand von außen an. Lol. Okay, Leute, herzlich willkommen zu diesem Hate-Video oder ich rege mich über die Polizei-Video. Was? Anders, die Intro. Das Intro, anders. Somit, wow, ja, sicher? Okay. Leute, herzlich willkommen zu diesem kleinen Ich hasse die Polizei-Video. Warum ich das Ganze mache, hat den ganz simplen Grund. Hier gegenüber bei uns und auch in der Siedlung, also hier in der Region, ist es mehrfach vorgekommen in den letzten Wochen und auch seitdem es so heiß ist, dass die Alarmanlagen angehen. Das ist an sich nicht das Problem. Was mich daran allerdings abfuckt, ist, dass die Polizei einfach gar keinen Bock mehr hat zu kommen. Man ruft an, ich rufe gar nicht die 110 an, weil wozu, es ist ja kein dringender Notfall. Ich rufe halt ganz normal die stationäre Nummer der Wache hier in Leer an. Übrigens, das Rauschen im Hintergrund ist der Ventilator. Wir haben es hier nämlich verdammt nochmal 26,3 Grad und das ist einfach viel zu warm. Wenn ich das nicht haben würde, würde ich, glaube ich, einfach schmelzen und schwitzen und tropfen. Das ist widerlich des Todes, aber darum soll es gar nicht gehen. Wenn ich zu schnell rede, stellt doch einfach das Video auf 0,75 Geschwindigkeit, dann soll das passen. Perfekt. Für den Schnitt ist übrigens der liebe Daniel verantwortlich. Wenn aus irgendwas verkackt ist, grüße ihn raus an Daniel. Adresse ist hier jetzt eingeblendet. Weswegen ich mich drüber so aufrege. Ich habe vorgestern nochmals die Polizei angerufen. Kurz zur Erinnerung, die letzten Wochen und Monate bestimmt so 20 Mal. Jetzt wegen den Notruf, also wegen den Alarmanlagen. Jetzt nicht primär, weil ich einfach will, dass die kommen, weil ich die so gerne mag. So. Es gibt nette Polizisten, gar keine Frage. Allerdings sind die Leute, die hier waren, mittlerweile einfach nur noch richtige Arschlöcher. Aus folgendem Grund. Ich rufe an, gar nicht die 110, sondern wirklich hier lokal auf der Wache und sage, jo, Termann, Ringstraße 8, Alarm und la. Dann rufe ich da an und sage, Termann, moin, Ringstraße, Alarmauslösung. Dann entweder diskutieren die rum. Letztens hatte ich auch eine Dame am Telefon, die meinte, deswegen rufen Sie hier an? So, ja, warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Das machen sonst nicht, das machen nicht viele. Ich so, hallo, das ist eine Alarmanlage. Was soll ich sonst machen? Soll ich mich im Kreis drehen und tanzen? Die Alarmanlage hat einen Grund, warum die an ist. Klar, wegen der Hitze ist es gegenüber bei uns bei Euromaster so, dass der Sensoren auch, also Bewegungsmelder, auch in den Containern draußen sind, wo die Reifen und Teile lagern. Bei der Hitze, wenn es dann abkühlt, lösen die einfach einen Bewegungsalarm aus. Aber warum? So, verstehe ich nicht. Das ist ein Bewegungsmelder. Wenn es Hitze ist, warum löst du aus? Mein Auto löst auch nicht die Alarmanlage aus, wenn ich, keine Ahnung, draußen dran vorbeilaufe, denkst du, ich löse jetzt aus. Das macht gar keinen Sinn. Ja, nein, dann, ja, nee, ja, dann schicken wir Kollegen vorbei, ist aber gerade kein Wagen frei. Ich gucke auf die Uhr, es ist so, keine Ahnung, 1, 2 Uhr oder so. Wo sind die hin? Haben wir nur einen Streifenwagen in der Stadt, nachts, bei uns in Leer? Leer ist keine Kleinstadt, wir haben irgendwie 36.000 Einwohner oder so. Ja, also wären wir jetzt ein Dorf mit 5 Leuten, ist es okay, dass da keine Polizei vor Ort ist nachts. Dass die von außerhalb von einer größeren Stadt kommen müssen. Oder von einer größeren Wache. Aber wir sind eine Stadt. Ja, das ist doch, macht doch gar keinen Sinn. Dass die dann sagen, ja, wir kommen gleich vorbei. Dann stehst du hier, wartest und wartest. Teilweise laufe ich rüber, gucke, ist irgendwas, ich kann vom Zaun aus rüber gucken. Bewegt sich da irgendwas, tut sich da irgendwas. Ist es bis jetzt noch nie was gewesen. Ja, also das muss man dazu sagen. Allerdings kann jederzeit was sein. Und was machen wir denn, wenn wirklich da was eingebrochen wird? Dann, ich rufe da an und sage, jo, hier ist Alarm, könnt ihr kommen. Hä? Dann brauchen wir doch nicht. Ich verstehe es nicht. Liebe Polizei, ihr seid Polizisten. Ihr seid keine Bäcker, die Brötchen backen. Wenn kein Teig mehr da ist, könnt ihr sagen, okay, sorry, Leute, ich habe keinen Teig mehr, ich komme nicht. Oder ich kann keinen Kuchen mehr backen, weil der Teig alle ist. Teig, nicht Teich. Aber das ist immer das. Die Feuerwehr sagt doch auch nicht, ja, oh, Brand, ja, doof. Wir sind gerade beim Grillen. Können wir eine Stunde kommen? Passt gerade nicht. Das machen die ja nicht. Das macht gar keinen Sinn, so was die Polizei äußert. Und dann, vorgestern waren die halt nochmals hier. Da wollten die erst gar nicht kommen. Da habe ich einen Nachbarn draußen getroffen. Jetzt soll er weiter wohnen. Übelst netter Kerl. Der arbeitet bei meinem Kreis. Also der ist in der Kreisverwaltung. Das heißt, er hat auch ein bisschen was zu sagen. Damit hat er gar nichts zu tun. Dann kommen die an, fahren hier vor. Und währenddessen, bevor die aber kamen, weil die fast 20 Minuten gebraucht haben, obwohl die Wache 2 Minuten entfernt ist, aber ja nachts wieder keiner Zeit hat für irgendwas, kommen die vorbei. In der Zwischenzeit kam schon jemand, der hier die Sachen betreut, macht die Alarmanlage aus. In der Zeit fährt die Polizei vor.
Ja, hallo, ja. Ach, Sie sind hier, dann können wir ja wieder gehen und fahren. Die haben sich gar nicht vergewissert, ob jemand da ist. Es hätte ja auch, also die haben auch nicht gesehen. Ich schwitze. Bah. Die haben auch gar nicht gesehen, dass er irgendwie reingegangen ist oder so. Also ich hätte auch tatsächlich einen Einbrecher. Wenn ich hier einbrechen will, das ist easy. Ich gehe dahin, löse die Alarmanlage aus, rufe selber an, sag, jo, hallo, ich ist an, könnt ihr kommen? Dann warte ich, bis die gegangen sind und breche dann Ruhe ein. Weil es interessiert die ja gar nicht scheinbar. Und dann sitzt man so, oder steht man da und wartet, jo, kommen die gleich, vielleicht ist doch was passiert, oder so läuft ums Haus drum oder guckt von außen aus Entfernung, logischerweise. Das war's. Und dann gehen die wieder und denken sich, jo, ciao. Und das noch nervigere daran ist, weswegen die, glaube ich, mich so ein bisschen hassen, wir haben hier massive Probleme mit Drogenabhängigen und Dealern, also mit Junkies und Dealern. Hier eine Straße weiter ist scheinbar deren Depot, wo die Sachen ablagern oder ablegen und von da aus handeln. Keine Ahnung, ich habe keine Beweise so. Ich habe nur ein Video gemacht, wo ich oben im Penthouse bin, nachts und abends, wo man noch was sieht zum Glück, und filme rüber, wie die da einfach am Dealen sind. Dann rufe ich die Polizei, dann kommen die 25 oder 30 Minuten später, während hier live ein Deal stattgefunden hat. Und dann sind die natürlich weg. Die stehen da, ja, hier ist doch keiner mehr. So, nein, weil ihr eine halbe Stunde braucht, bis ihr hier seid. Natürlich ist bis dann jeder Straftäter weg. Bei Bankraub braucht man, warten die Täter auch nicht vor. So, kommt jetzt die Polizei mal? Wir wollen dann mal verhaftet werden. Das macht keiner. Hallo. Genauso ist das aller. Ich darf gar nicht so viel beleidigen, sonst wird das Video demonetarisiert oder gesperrt. Das Beschissenste daran ist, dann waren die vorgestern halt hier, lustigerweise kurz bevor der Alarm anging. Dann meine ich ja so und so, die haben hier gerade wieder gedealt. Ich bin übrigens rausgegangen, weil das Mädel, also scheinbar die konsumiert, herumgeschrien hat. Ich saß auf der Terrasse, hab einen Kaffee getrunken, YouTube geguckt. Bei der Hitze übrigens eine geile Idee, aber hier bei ein bisschen Wind ging es. Sitze ich dann da und höre plötzlich so ein Mädel die ganze Zeit schreien und heulen. Ich so, da ist irgendwas passiert. Ich schnell Hose an, raus, geguckt, dann kam die mir entgegen, hast du 50 Cent? Und da wusste ich sofort, alles klar, das ist eine Abhängige. Ich dann hin, gesagt, jo, hey, hier, sieh mal zu, dass du abhaust. Dann habe ich dann angerufen, weil die halt da wieder sich da versteckt hat. Und dann kam die halt hinterher auch irgendwann, ja, wir kennen die schon, aber wir können nichts mehr, die haben wir schon zweimal kontrolliert, die hat nichts dabei. Ich so, ja, wow, und jetzt? Und dann kurz dazwischen kam noch ihr Typ, ihr Dealer oder Kumpel, keine Ahnung. Der geht ans Gebäude an der Seite vorbei, da geht eine Treppe runter. Kommt sofort wieder hoch. Also hat er irgendwas entweder hingelegt oder hat einfach von da was weggenommen. Also Drogen wahrscheinlich. Dann sage ich denen das und sagen die, ja, aber wir haben noch nie was bei denen gefunden. Woran kann das denn liegen, dass wir nie was bei denen finden, Herr Thermann? Fragt mich, ja, weiß ich nicht. Und meckert er da relativ stark tatsächlich mit mir rum. Wo ich mir so denke, hallo, ich habe angerufen, ich bin nicht der Täter. Ich bin quasi auch nicht das Opfer, aber hallo, entspannt euch mal so. Und wurde relativ nett wieder. Und dann meinte er, ja, aber wir finden nichts, also brauchen wir auch nicht nochmal kontrollieren. Meine ich so, ja, aber wie wär's mit einem Hausverbot oder so? Oder Platzverweis, dass die hier nicht ständig rumlungern? Den ganzen Tag lungern die hier rum. Ja, also, da macht die Staatsanwaltschaft auch nichts, darum brauchen wir auch gar keine Ermittlungen aufnehmen. Und ich bitte sie auch nicht wieder anzurufen. Ich so, Moment. Ich soll nicht wieder anrufen, weil die Staatsanwaltschaft nichts macht. Ja, genau, Herr Thermann, haben Sie gut erkannt. Ja, genau so ist das. Ja. Wollt ihr mich verarschen? Wenn die fucking Staatsanwaltschaft zu dumm ist, um Ermittlungen gegen solche Leute entgegenzunehmen oder weiterzuleiten und zu ermitteln, was deren Aufgabe ist, ja? Staatsanwaltschaft ermittelt, Polizei macht Anzeige, Staatsanwaltschaft ermittelt. Das ist euer Job. Wenn ihr das nicht geschissen kriegt, werdet doch Müllmann. Ein Müllmann kann besseren Job machen als ihr. Ich darf also von der Polizei aus nicht mehr anrufen, wenn hier Deals stattfinden, was übrigens eine Straftat ist, das Dealen ist verboten. Ich darf nicht mehr anrufen, wenn die Alarmanlagen angehen, also Gnade Gott, wenn hier wirklich mal eingebrochen wird und ich nicht anrufen darf. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich gehe rüber und sage, hallo, ich durfte nicht anrufen, aber hier ist der Einbruch. Juckt ja keinen. So, hä? Ich verstehe es nicht. Es geht nicht in meinen Kopf. Wie kann die Polizei mir verbieten? Oder mich darum bitten, nicht mehr anrufen zu dürfen oder zu sollen? Ich kann doch anrufen, wann ich will, wenn ich eine Straftat feststelle, dealen, eventuellen Einbruch oder Verdacht eines Einbruchs, dann rufe ich doch an.
Nur weil andere Bürger zu blöd sind oder keinen Bock haben anzurufen. Meine Eltern genauso. Habe ich meinen Eltern das erzählt? Ja, Markus, du hast ja selber Schuld. Was rufst du doch immer an? Warum ruft man wohl bei der Polizei an? Nicht, weil ich Bock habe, mit denen zu quatschen. Dann kann ich auch eine Kummer-Hotline anrufen. Ich rufe doch da an, weil irgendwas passiert ist. Dann können die mir doch nicht einfach sagen, ja, also, ja, das dauert auch und anrufen brauchst du auch nicht mehr, weil wir sind ja, also, ja und, sorry, liebe Polizei, dass ich versuche, meine Bürgerpflichten zu tun, ja? Burger. Jetzt habe ich Hunger. Meine Bürgerpflichten zu erledigen. Oder nachzukommen, weil, was ist denn, wenn in der Stadt zum Beispiel meiner Dame die Handtasche geklaut wird? Darf ich dann auch nicht anrufen? Weil der Täter ist ja echt schon über alle Berge. Die haben auch noch nie einen Typen erwischt live. Ich habe dir das Video geschickt, wo man klar erkennen kann, die stehen da und dealen. Ja, das können wir nicht nachverfolgen. Abgesehen davon, man kann denen nur, ich glaube, 10 MB als E-Mail schicken und die können auch kaum Dateien verarbeiten. Dann habe ich es ungelistet auf YouTube hochgeladen. Dann meckern die mich an, dass das ja nicht erlaubt sei. Ja, was ist denn erlaubt? Ich kann doch da wohl anrufen und sagen, hier, ich habe euch ein Video geschickt. Hier ist der Link. Ladet euch das Video runter. Dann kann ich es wieder löschen. Nee, darf ich nicht. Warum? Warum nicht? Was ist, was so, Weil es kann doch nicht sein, ich kann das Video nicht hochladen per E-Mail oder den nicht schicken per E-Mail, weil nur 10 MB drin sind, erlaubt sind. Okay, wenn ich es aber komprimiere und ganz klein mache, schlechte Qualität, sieht man nichts mehr aus der Entfernung. Das sind vielleicht 30 Meter rüber oder so. Ja, und von oben gefilmt mit dem Handy, selbst wenn es ein Teleobjektiv ist und es ein iPhone XS ist, ist trotzdem die Qualität nicht ultra gut, wenn man so stark reinzoomt, ja? Also muss ich es in maximale Auflösung schicken. Das ist nun mal 4K. Und 4K ist nun mal fucking groß. Nee, können wir nicht empfangen. Okay, ja, nee, also YouTube geht auch nicht. Ja, bring es auch eine CD. Da war ich tatsächlich sehr geschockt. Hat sie mir da gesagt, ja, dann brennst du auf eine CD. Meine ich so CD? Eine CD. Moment, ich mach kurz mein Laufwerk auf. Ach nee, wir leben im Jahre 2019. Ich habe kein Laufwerk mehr, schon seit 5 Jahren nicht. Warum arbeitet die Polizei überhaupt mit Rechnern, die von gefühlt 1805 sind? Seid ihr nicht in der Lage zu upgraden? Ich soll einen USB-Stick dahin bringen. Ihr habt 5 USB-Sticks von mir bei euch. 4 davon wegen Fällen von diesen Autisten. Wer wirklich Autist ist, also keine Beleidigung. Und einen wegen den Vorfällen von hier. Ich habe 5 USB-Sticks bei der Polizei liegen. 5! Ich habe keinen einzigen mehr hier. Und ich, ja, dann kaufen sich doch einen neuen. Und wer zahlt mir das? Gut, ein Stick ist das nicht so teuer, ja? Aber es geht doch ums Prinzip. Die Polizei will ermitteln. Dann sollen die mir doch ein Mittel zur Verfügung stellen, dass ich denen das übertragen kann. Die Beweise. Warum soll ich denn als Bürger, warum sage ich immer Bürger, als Bürger denen einen Stick zur Verfügung stellen? Warum gibt es dann keine Plattform, keine Ahnung, polizei-upload.net? Wo man einfach sich registriert, am besten mit Personalausweis und schriftlicher Bestätigung, dass einwandfrei nachweisbar ist, dass die Person das hochgeladen hat. Dann kann man es da hochladen und die können das intern verarbeiten. Dann läuft vielleicht auch im Hintergrund ein Check-up, ob da ein Virus drin ist oder ein Trojaner oder so und dann passt das doch. Das machen in Amerika bestimmt gefühlt Millionen Leute. Nein, in Deutschland brennt man es auf CD, weil CD ist ja super. Das ist das Medium der Zukunft. Ich habe mir gerade höllisch den Arm geprellt. Alter. Oh, es geht nicht in meinen Kopf, wie die Polizei technisch so zurückgeblieben ist. Menschlich teilweise auch, aber das ist ein anderes Thema. Warum? CD habe ich nicht. USB-Sticks habt ihr massenweise da liegen. Das kann doch nicht wahr sein, dass man einen Upload nicht machen kann. Per E-Mail geht es nicht. Fotos sind teilweise auch zu hoch in der Auflösung. Ich schicke den 3 Fotos in die CMB doch voll. Ein so ein fucking Foto von dem Handy hat doch schon 5 MB oder 4 MB. Kann ich 2, maximal 3, 4 Stück schicken? Außer ich gebe euch eine Kartoffel. Dann könnt ihr so Kartoffeln drucken und dann kann ich es euch geben. Kartoffeldruck ist sowieso eine gute Idee. Mein Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das macht mich wahnsinnig, sowas, dieses Verhalten der Leute. Auch genauso,
ist das Verhalten hier in Leer, auch in anderen Städten, aber gerade hier in Leer sehr krass, dass die Polizei einfach denkt, sie sind so King, so. Kommen sie so an, Hand zu einer Waffe, obwohl kein Mensch bedrohlich da steht, das bin ich, die kennen mich, viele von denen kennen mich. Eine Hand so an der Waffe, so ganz cool auf Sheriff im Haus, so. Sheriff in der Hood. Hallo, ich stehe da alleine, ja? Ich stehe allein und möchte was melden. Dann braucht ihr mich nicht mit einer Waffe bedrohen. Oder indirekt bedrohen. Weil ich bin keine Gefahr. Die Gefahr bekommt ihr, wenn ihr die scheiß Dealer hier nicht wegkriegt. Hier laufen Kinder lang. Ja, das ist der, hier bei mir vor der Haustür, ist der Weg zum Kindergarten. Hier laufen am Tag bestimmt 30 Kinder lang. Da ist ein Kindergarten. Da ist ein Kindergarten. Da ist ein Kindergarten. Wenn hier Kinder langlaufen, die sehen auch so eine Spritze und denken, oh, guck mal, fass ich mal an. Aua, geschnitten. Oder gestochen. Dann infizieren sie sich doch mit irgendeiner Scheiße. Nein, die Polizei möchte auch gar nicht kontrollieren so. Weil warum? Wir haben ja eh schon 5-mal heute kontrolliert oder 3-mal. Die haben ja nichts mehr dabei. Nein, ist ja absolut unwahrscheinlich, dass die 2-mal nichts dabei haben, am 3. Mal dann auch nichts. Weil ich kann ja auch 2-mal in den Laden gehen, nichts klauen und wieder rausgehen. Und das 3. Mal klaue ich was. Aber das ist ja unwahrscheinlich, weil er hat ja 2-mal vorher schon nichts geklaut. Warum soll er jetzt was klauen? Das ist genau dasselbe Beispiel. Kontrolliert doch diese Personen so oft, bis sie tot umfallen. Bis sie einfach denken, okay, fuck, wir brauchen hier gar nicht mehr hingehen, weil hier sind eh ständig Anwohner, die Polizei rufen. Also bringt das Dealen hier nicht, dann ziehen wir lieber woanders hin. Oder dealen woanders. Ich habe denen Beweise gegeben, also nicht in Form von Video, sondern wirklich gesagt, das und das habe ich erlebt und gesehen, gerade eben vor 5 Minuten. Geht doch bitte ins Haus und guckt nach, wo die das haben. Ja, das dürfen wir nicht. Also dafür brauchen wir einen richterlichen Beschluss und sonst wäre das Haus kein Grund dürfen wir nicht. Also nein, das ist ja unmöglich, das können wir nicht. Nee. Nee, also das geht nicht, Herr Thermann. Das können wir nicht, nee. Ja, wir sind noch nicht im Film, das geht ja nicht, nee. Warum? 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 Ich hab gesehen, wie die ein Paket aus dem Auto holen, unter der Jacke verstecken und ins Haus gehen. Kurz vorher stehen die bei mir vor der Haustür beim Nachbarn und dealen. Was soll da drin sein? Schokolade? Ist bestimmt Schokolade drin, ne? Alter, ey. Es ist unbegreiflich, wie man sich so verhalten kann. Wenn ihr keinen Bock habt, da zu kommen, dann sagt mir es am Telefon oder ladet mich mal mit der Presse zum Termin ein. Ich habe jetzt ein Beschreiben, eine E-Mail ans Ordnungsamt geschickt und an verschiedene andere Pressestellen, wo ich genau diese Sachen schriftlich festgehalten habe. Mit Beweisen, mit Fotos und Videos und euren Aussagen. Wo ihr sagt, ja, wir können nichts machen, wir dürfen... nicht ins Haus gehen. Das ist nicht erlaubt, wir brauchen Beschluss. Aber ich denke doch so, wenn bis ihr auf einen Beschluss wartet, haben die doch die Sachen schon vernichtet oder versteckt oder weggeschafft. So, mir ist mein Stift runtergefallen, den brauche ich. Ach, danke. Nicht mein Stift, mein Clip zum Anfassen. Dann... ich verstehe das nicht. Man sieht es immer in Filmen. Okay, Film ist eine Sache, ja? Auf Streife ist sowieso eine ganz andere Welt. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber vor Ort, wenn man einen Passanten hat, der gesehen hat, wie jemand zum Auto geht, was einsteckt, unter die Tasche sich umguckt und dann ins Haus verschwindet und ohne wieder rauskommt und kurz vorher ein Deal stattgefunden hat. Warum darf die Polizei da nicht reingehen? Das frage ich mich. Habt ihr keine Lust oder dürft ihr wirklich nicht? Rein rechtlich gesehen ist die Polizei befugt, bei Verdacht einer Straftat ein Haus zu betreten oder ein Auto zu durchsuchen. Sonst dürfte doch die Polizei auch gar nicht bei Verdacht einer Straftat meinen Kofferraum aufmachen. Mein Kofferraum ist auch Privateigentum, da dürfen die nicht reingucken. Besteht aber der Verdacht einer Straftat, dürfen die das? Warum dürfen die das denn da, aber nicht in einem Haus, wenn Verdacht auf Drogendeal besteht? Habt ihr keine Lust oder seid ihr einfach zu blöd, um das zu checken? Denkt mal drüber nach. Reingehauen.